bin der Christian Fluri von der IB Zürich da und ich möchte euch unser neuestes Angebot, das Flaggschiff im Bereich von der Programmierung zeigen, Softwareentwicklung zeigen, wo eben so Open Source eine grosse Rolle spielt. Und zwar haben wir auf dem Mai haben wir den Mobile Web Developer Programm. Ich möchte euch zeigen, was es geht. Mobile Programmieren für mobile Geräte, das ist überall in aller Munde, ist klar, ist das Thema zurzeit. Wir haben aber ein Problem damit. Wir haben mindestens drei Plattformen, die wir unterstützen müssen. Es gibt noch mehr. Jede App-Entwicklung, also von jeder Plattform, ist immer wieder komplett was anderes vom Programmiermodell, von der Programmiersprache, alles miteinander. Das heisst, man kann einmal das gleiche Programm auf drei Plattformen im Prinzip. Natürlich gibt es Tools, die das versuchen, umfassender zu machen, aber das ist alles nicht so einfach. Können also sagen, letzten Endes der Entwicklungsprozess für mobile Geräte heute als solches, wenn ich Native Apps machen möchte, ist zu komplex, um das im Griff zu bekommen. Wie lösen wir das? Das kann man eben mit Standards anfangen zu lösen. Mobile Web Apps machen. Also ich mache heute nicht mehr eine App für ein Gerät selbst, sondern ich mache eigentlich eine Website. Ich mache also nicht nur eine Site, sondern eine App, wo oder eine Applikation, die eine Web-Applikation ist, die jetzt aber spezifisch für mobile Geräte ausgelegt ist. Da sieht man im Moment nur Handys drauf, aber selbstverständlich kann man das auch für Tablets machen. Das sind also Apps, die im Browser läuft. Das hat eine eigene, es hat natürlich gewisse Probleme oder gewisse, sagen wir, Herausforderungen, die man lösen muss, aber das wird besser und besser und besser. Und das Interessante daran, alles läuft eigentlich mit offenen Standards. Seit wir HTML5 und die ganze Familie haben, ist es eben möglich, alles mit Open Source, mit offenen Standards zu machen und wir bringen noch das gleiche Resultat an auf den verschiedenen Handy-Plattformen. Für das haben wir einen Bildungsgang entwickelt, Mobile Web Developer. Ich habe da noch ein paar Eckpunkte drauf tun, durch das Jahr, berufsbegleitend, immer am Abend, halt einmal in der Woche. Es sind 5 Module mit dem Diplomarbeit. Wir legen sehr viel Wert auf Didaktik und auf die Unterstützung, Lernbegleitung, dass man auch erfolgreich ist. Es ist für alle, die irgendwie mit Webentwicklung zu tun haben und schon ein bisschen Vorkenntnis haben und heute einfach mobile gehen wollen. Wir brauchen darum auch ein bisschen JavaScript-Kenntnis, schon HTML5 und CSS3. Das sollte man schon kennen. Man muss nicht Profi sein, aber das einigermaßen kennen. Das erste Mal werden wir das im Mai dieses Jahr starten. Wer sich interessiert, ich habe extra den Link hier publiziert. Ihr findet auch ein paar Prospekte noch auf dem Tisch für draussen, aber am besten schon auf dem Weg. So, ich weiss, es sind da 4 Minuten gewesen. Die letzten 4 Minuten sind immer die längsten oder die kürzesten 4 Minuten.